Hast du dich jemals gefragt, wie es wäre, im All zu leben? Oder zumindest, wie es dort so zugeht? Denn eigentlich ist es gruseliger, als man denkt. Ich denke, man kann so gesehen ziemlich froh sein, hier auf der Erde zu leben. Hallo zusammen! Heute geht es um das Weltall an sich. Was würde passieren, wenn du dort leben würdest? Wie würde sich das Ganze auf deinen Körper auswirken? Und wie ist es überhaupt so, dort zu leben? Bevor es losgeht, noch ganz kurz etwas in eigener Sache. Ich habe meine Patreon-Seite reaktiviert und mir neue kleine Rewards überlegt. Wie zum Beispiel die Videos dort früher sehen zu können oder sogar kleine Spezialvideos sehen zu können, die aber aufgrund der Länge nicht auf YouTube erschienen wären. Da viele Patreon nicht kennen, habe ich dort auf meiner Seite ein kleines Q&A niedergeschrieben, das alle wichtigen Fragen beantworten sollte. Einfach auf www.patreon.com/mythenakte alles durchlesen. Mir ist wichtig, dass die Unterstützung komplett freiwillig ist und niemand, der nicht will oder kann, einen Nachteil dadurch erhält. Der Kanal hier bleibt seit 2012 bis heute trotz Probleme mit YouTube genauso wie er ist und ich muss diesen Schritt aber einfach wagen wegen der Werbefreundlichkeitsrichtlinie. Wer also helfen möchte, den Kanal am Leben zu halten und ein paar kleine Rewards als Dankeschön erhalten möchte, kann gerne mal auf www.patreon.com/mythenakte vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Vielen Dank für eure Hilfe. Nummer 12. Obwohl das Universum eigentlich still ist aufgrund des Vakuums und es so etwas wie Ton nicht gibt, erzeugt jeder Planet trotzdem Geräusche. Die Geräusche entstehen durch die Vibration der Moleküle und können deshalb aufgenommen und abgespielt werden. Jeder Planet hört sich einfach nur verdammt gruselig an. Hört euch mal kurz an, wie zum Beispiel der Saturn klingt. Da kann man ja Albträume bekommen. Wer jetzt glaubt, unser Planet klingt freundlicher, den muss ich enttäuschen. Die Erde klingt zwar so gesehen wirklich etwas freundlicher, aber trotzdem extrem ungewohnt. Hört mal rein. Nummer 11. Es gibt Planeten im Weltall, die einfach freischwebend herumfliegen. Diese Planeten haben keine Umlaufbahn, auf denen zu leben müsste ziemlich verwirrend sein. Es gibt dort keinerlei Jahreszeiten und die Temperatur ändert sich einfach sekündlich. Nummer 10. Im Weltall ist Wasser einfach pures Gold. Es gibt natürlich keinerlei Möglichkeit, an Wasser ranzukommen. Ohne Regen und ohne Grundwasser ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb müssen Astronauten etwa 730 Liter recycelten Schweiß und Urin trinken, um ein Jahr im Weltall überleben zu können. Nummer 9. Im Weltall ändert sich die DNA komplett. Bekannt wurde der Fall durch den Astronaut Scott Kelly. Dieser hatte nämlich einen identischen Zwillingsbruder namens Mark Kelly. Als er sich nach einem Jahr auf der internationalen Raumstation zurück auf der Erde auf alles mögliche testen und untersuchen ließ, waren die Ärzte fassungslos. Seine DNA und generell alles in seinem Körper war anders. Er war größer und hatte sogar andere Bakterien in sich. Seine Gene haben sich verändert. Das Ganze ging so weit, dass sein identischer Zwillingsbruder Mark nun nicht mehr ident mit ihm ist, da sich seine DNA durch das Weltall so sehr verändert hat, dass Ärzte ohne dem Wissen nicht mal mehr feststellen könnten, dass die beiden Menschen identische Zwillinge sind. Nummer 8.
Laut Wissenschaftlern gibt es ein supergigantisches schwarzes Loch, das sich durch das Universum bewegt. Glücklicherweise weit genug weg von uns. Dieses schwarze Loch soll umgerechnet mit einer Geschwindigkeit von 5 Millionen Kilometer pro Stunde durch das Universum wandern und einfach alles verschlingen, was ihm in die Quere kommt. Nummer 7. Dieser Fakt ist total beängstigend, aber betrifft uns zum Glück nicht. Wobei ich nicht genau verstehe, warum das so sein soll. Forscher behaupten, dass in einigen Millionen Jahren der Nachthimmel von der Erde aus gesehen einfach komplett schwarz sein wird. Man soll keine Sterne und keine Planeten mehr sehen können. Einfach nur pure Dunkelheit. Nummer 6. Im Weltall soll es Gammastrahlen geben, die einfach alles und jeden vernichten. Solche Strahlen könnten innerhalb einer Sekunde die Erde samt allen Bewohnern vernichten. Die Forscher verstehen aber noch nicht, wie diese Strahlen entstehen und woher sie kommen. Doch die Wirkung und Kraft dieser Strahlen sind scheinbar grenzenlos. Nummer 5. Solarstürme sind wohl eine der gruseligsten Dinge, die im Weltall passieren können. Zumindest für uns hier auf der Erde. Ein Solarsturm der Sonne kann die komplette Elektronik und die komplette Stromversorgung der gesamten Welt lahmlegen. Es heißt, selbst wenn die Techniker Tag und Nacht arbeiten würden, würde es etwa 6 Monate dauern, bis die ersten großen Städte wieder ein halbwegs akzeptables Stromnetz hätten. Das Problem hierbei, nach etwa 3 Tagen ohne Strom geht den meisten Menschen bereits das Essen aus, da ohne Strom auch alle Geschäfte geschlossen sind und es würde eine Art Bürgerkrieg überall auf der kompletten Welt entstehen, sodass sich der Staat sicher nicht darum kümmern könnte, das Stromnetz zu reparieren und nur noch einfach jeder für sich kämpft. Nummer 4. Es heißt, dass das komplette Universum in einigen Milliarden Jahren einfach explodieren könnte. Der Grund dafür soll schwarze Energie sein, die das Universum irgendwann zerreißen würde. Das Beängstigende dabei, es soll dann so wie vor dem Urknall sein, also dass einfach nichts mehr da ist, weil diese Explosion einfach jedes Atom im Universum vernichten würde. Nummer 3. Viele stellen sich gerne vor, wie die zweite Erde aussehen würde, wenn man denn unseren Planeten verlassen müsste. Welches Ziel kommt dann in Frage? Und tatsächlich, es gibt eine Erde 2, die als bester Planet in Frage kommt, wenn man die Erde selbst aus irgendeinem Grund verlassen müsste. Dieser Planet nennt sich Gliese 581g oder eben auch Erde 2. Und der ist nicht so schön wie unser Planet. Dieser Planet ist etwa 20 Lichtjahre entfernt. Und die eine Seite des Planeten ist so kalt wie der Nordpol und die andere Seite des Planeten, auf der brennt einfach alles. Die gute Nachricht, es soll einen Streifen auf dem Planeten geben, der eine angenehme Temperatur haben soll. Die schlechte Nachricht, abgesehen von dem Streifen kann man nirgendwo anders hin und der Himmel dort soll blutrot sein. Es soll zwar theoretisch möglich sein, dass dort unsere Pflanzen wachsen könnten, jedoch wären alle Pflanzen aufgrund der Gegebenheiten des Himmels und so weiter komplett schwarz. Nummer 2. Im Weltall hat es aktuell etwa minus 720 Grad Celsius. Das ist schon mal ziemlich beschissen. Aber von Sekunde zu Sekunde wird es kälter im Weltall. Warum das so ist, ist noch ungeklärt. Nummer 1. Technisch gesehen sind alle Astronauten Zeitreisende. Denn die Zeit auf der Erde verläuft schneller als im Weltall, und zwar um 1 Sekunde pro Woche. Ist ein Astronaut also 60 Wochen im Weltall, ist er technisch gesehen 1 Minute in die Vergangenheit gereist. Wenn du Horror-Let's Plays magst, solltest du auch unbedingt auf meinem Gaming-Kanal Game Akte vorbeischauen. Dort erscheinen täglich neue Horror-Let's Plays und der Link ist in der Videobeschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was denkt ihr über das Weltall? Werdet ihr gerne dort mal? Und findet ihr das Weltall auch so faszinierend und spannend? Würde mich echt mal interessieren, und welcher dieser Fakten hat euch am meisten beunruhigt oder fasziniert? Lasst auch gerne mal in den Kommentaren darüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr das Video teilt, dann weiß ich gleich Bescheid und außerdem hilft mir das sehr. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren und hier links und rechts kommt ihr noch zu 2 weiteren gruseligen Videos. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.